Uhrenvergleich, nach 888 Tagen genau, haben wir gerade allen Bums eingeräumt und gehen jetzt in diesen schon jetzt stinkenden Bus, um zu Rock am Ring zu fahren. Wie geil ist es? Das wird ultra geil morgen, ohne Scheiß. Ich wüsste. Hin. Es ist angerichtet. 3 Jahre Durststrecke im Rückspiegel und vor uns 3 Tage Wahnsinn. Der Film erzählt die Geschichten derjenigen weiter, die wir während der Pandemie kennengelernt haben. Die Fans, die Menschen auf und hinter der Bühne. Wünsche werden wahr. Let's do this. Morgen. Ich fasse das noch gar nicht. Ich muss alles berühren und kneifen und so, um zu wissen, dass das echt ist. Ernsthaft, 888 Tage haben wir keine Konzerte gespielt. Wir haben es auf dem Kalender nachgeschaut, wirklich. Das ist einfach der Wahnsinn, wirklich. Ich freue mich so hart. Ne? Ich fand es gestern Abend schon geil, endlich mal wieder in den Tourbus zu steigen. Ich fand es super, heute Morgen um 6:30 schon wach zu sein, die Gardine zur Seite zu machen und direkt die Mainstage gesehen zu haben. Fand ich ultra geil. Alle Leute wieder zu treffen hier, das ist ja auch das Tolle, dass halt wirklich die Posten ja immer gleich besetzt sind. So die Seekus sind wieder da und so. Und das finde ich echt total, totales Family-Treffen einfach. Das ist halt so immer dieses eine Wochenende, wo man da hin und her fährt. Alle zweimal trifft und ja, das gehört halt so, das gehört zusammen, das ist dieses Paket. Bruder, Schwester, Rock am Ring, Rock im Park. Es ist immer ein sehr wichtiges Wochenende, weil es ja so ziemlich die beiden größten Festivals sind in Deutschland. Es riecht noch gar nicht genug nach Kotze und umgeschmissenen Dixie-Klos, aber das kann ja noch kommen. We arrived here on Thursday from Amsterdam. In a little tiny car in a Hello Kitty movie. We're back! This is the first big event we've had in like 2.5 years, and you go from nothing to an event with 90,000 people, and that's like a thought you have to, like, wow, that is actually going to happen. And I was really excited to be able to do this again. To follow the crowd and go to the center of our universe. The closer you get, the more excited, the more people you see, and then you get like really excited. Ja, wenn man jetzt wieder hier ist, es ist im Endeffekt, als wäre man nie weg gewesen. Der ganze Flair, der ganze Feeling ist auf jeden Fall wieder da. Das Wetter spielt auch mit, also bislang eine runde Sache. Man hat immer eine massive Vorfreude gehabt, aber dieses Jahr kann man gar nicht in Worte fassen. Also, wir sind ja nachts losgefahren, ich war so aufgeregt irgendwie, so wie vor so einer großen Prüfung oder irgendwie so eine, keine Ahnung. Ich war echt so im Auto gesessen, oh Gott, komme ich da überhaupt sicher an? Ich war echt mega aufgeregt, ich fahre da jetzt irgendwie wieder hin, so unreal. Und dann, irgendwann sind dann die Nürnberg-Schilder auf der Autobahn gekommen. Echt ein geiles Gefühl. Und dann, ja, als man auf den Platz gegangen ist, die ganzen Menschen, es war erstmal total ungewohnt wieder, aber es war einfach wie Heimkommen, ja. Ja. Die glücklichen Gesichter haben wir gestern schon auf dem Camping gesehen und das war einfach sensationell. Es ist toll zu sehen, wie sich die Leute freuen. Ja, jetzt gab es noch ein paar kleine Baustellen, die aber dringend einfach erledigt werden mussten, damit wir den Publikumseinlass beginnen können. Aber wir haben alles geschafft. Thank you.
we got here, and then you walk on the towards the festival grounds and you see the big sign with welcome back. That was like a goosebump moment. It felt so good to be back here. Damals, als wir das Opening in Mendig gespielt haben, da haben wir uns gedacht, okay, wir brauchen schon irgendwie ein paar ganz besonders spezielle Kanonen, die wir auffahren, und haben damals mit 3 Schlagzeugern gespielt. Natürlich damit aber auch so ein ganz kleines bisschen so eine Benchmark gesetzt, die müssen wir natürlich auch irgendwie toppen. Und dementsprechend haben wir ein paar Telefone klingeln lassen. Ja. Unbedingt sogar. Gestern habe ich geträumt, sensationell. Ich hätte alle meine Texte vergessen und wäre so nach hinten zur Bühne gekrochen, um mich irgendwie zu verpissen, würde dann aber sehen, dass vorne die Leute langsam abwandern, und ich habe unbedingt versucht, irgendwas zu machen und ich wieder nach vorne zu kriegen, aber kein Wort ist mir eingefallen. So wird das heute. Ich komme mir vor, als würde ich mir selber dabei zuschauen, wie ich hier stehe. Es ist völlig surreal. Diese ganzen Leute, als wäre nie was gewesen, und trotzdem ist man hier. Es ist irgendwie sehr ergreifend, ehrlich gesagt. Und ich hatte vorhin auch ein bisschen Pipi in den Augen, muss ich zugeben. Ja, die Kutte erlebt gerade ihr erstes Festival. In der Pandemie genäht, jetzt wird sie das erste Mal ausgeführt. Ich bin sehr glücklich darüber, dass sie endlich mal Festivalluft schnuppern darf. Ja, jetzt geht's hier gleich los mit den Donuts, und irgendwas Komisches soll hier passieren. Jetzt gerade muss ich sagen, ruhe ich einigermaßen in mir. Das wird so die letzten paar Minuten vorher, wird es wahrscheinlich super kribbelig werden. Vielleicht werde ich aber auch einfach komplett gefühlsübermannt heute. Bin einfach saugespannt. Ja. Ich habe doch nie rote Backen. Das ist aber ohne keiner kommt hier neben raus, ne? Ja. Also ich spiele das ganz normale Set. Nee, also keiner kam neben raus. Ja, also das, was wir vorher beschossen haben. Ja. Genau. Ich bin gespannt, wie es gleich aussieht. Kannst du Bass spielen? Ja. Alles gut. Kann ich auch. Okay, also die Wanderung ist noch in vollem Gange, sagen wir mal. Ja. Gestern hat es ganz gut gepasst. Weil es muss auf dem Peak dann sein, und dann muss es auch schon losgehen. Genau, und gestern war es perfekt. Genau. Ja, aber das könnte sich auch jetzt von mir nicht wünschen. Halt richtig hart ineinander gegangen. Danke sehr. Danke dir. Danke sehr.
Aber es ist ja so, ich weiß, dass der Ingo singen kann von Donuts. Deshalb bin ich überhaupt nicht nervös oder so. Der regelt das schon. Ich stelle mich nur daneben und gucke ein bisschen, was er macht und versuche mitzuhalten. 40 Jahre die Toten Hosen und die sind nicht bei Rock am Ring. Was ist da los? Da haben wir uns gedacht, dann spielen wir halt einen Hosensong für euch. Rock am Ring! Ey, Rock am Ring, wir haben uns ein paar gute Freunde eingeladen. Hier sind die Toten Hosen aus Düsseldorf! Da stehst du nichts an bei den Donuts und dann kommen da plötzlich die Hosen auf die Bühne. Das war eine sehr erquickende Überraschung. Das war schon ein würdiger Start ins Wochenende. Ja, schönes Wetter. Leute gut drauf und ja, die haben lang genug drauf gewartet. Insofern ist das rührend zu sehen, wie die schon von Minute 1 an abgehen. Aber Rock am Ring ist ja auch bekannt dafür. Deshalb ist es ja auch zumindest in Deutschland wahrscheinlich das beste Festival. Jetzt lacht den Camping Bauer. Jetzt bin ich ein Bauer. Also ich habe mich ehrlich gesagt am meisten auf das Camp gefreut. Auf das mit Leuten zusammen sein, trinken, an nichts anderes denken, außer da sein. Ja. 2 Jahre, es war einfach scheiße, aber jetzt endlich wieder Rock am Ring. Es hat gefehlt, es hat gefehlt. Immer schön ein Überblick hier, ist schon was Tolles. Du wirst überall gesehen. Wenn hier so ein paar Freunde rumlaufen, dann sagst du einfach, ja, halt einfach nach dem großen Kopf aus. Ja, hallo! Also wir hätten uns das nicht so groß vorgestellt, aber es ist schon echt geil, wieder hier so viele Leute zu sehen. Das ist schon gut, ja. Fühlt sich wieder geil an. Es ist einfach riesig. Das ist ja, also wir spielen ja auch manchmal, dürfen wir große Konzerte spielen. Und das ist aber, übertrifft alles hier immer. Das ist immer so, oh Gott, haben wir überhaupt genug Songs, die so für so eine große Bühne so. Die Regen-App ist die meist genutzte App heute. Vorher Riesen, Regen, Sturm und Blitz. Es war gar nicht klar, eine halbe Stunde vorher, wann ich glaube, wir überhaupt spielen. Die Veranstalter kamen meine so, vielleicht müssen wir das Gelände evakuieren. Und wir so, oh, fängt ja gut an. Dann haben wir gespielt und we'll be right back.
since you don't belong, I beg to differ. As time goes on, this will get better. And you can go wrong. The wind is blowing enough but the pressure. As time goes on, this will get better. This will get better. This will get better. Don't you surrender. This will get better. Also, zum heutigen Tag gibt es eigentlich noch zu sagen, dass es unbeschreibliches Gefühl ist, nach 3 Jahren des Wartens hier wieder zu stehen. Und es ist auch erstaunlich, dass man sich so schnell wieder akklimatisiert und es sich einfach anfühlt wie vor 3 Jahren. Und die Emotionen sind wieder da und es ist einfach nur geil. Es hieß, es wird regnen, aber es war noch kein Tropfen da. Besser wird das nicht. Scooter ist einfach so ein Ding, das sich die Community seit Jahren gewünscht hat. Da gab es richtige Online-Petitionen dafür, dass Scooter endlich zum Ring kommen sollen. Die Leute sind gut drauf, die wollen feiern, die wollen tanzen und dementsprechend ist das Verlangen nach Scooter extrem groß gewesen und das wird jetzt geil, wenn das gleich befriedigt wird. God save the rave. Eine Endorphinwelle schwappt über den Nürburgring. Really love this beautiful spot because we're at the green camping. It's clean. The castle is just behind us up the hill. Well, it's quiet here. You can really sleep. There's no trash. Everyone is cleaning up after themselves. I have everything in my bag here. Ja, wenn man morgens aufwacht, gucke ich eigentlich erstmal, ob alle Leute noch da sind, ob man irgendwen vermisst und, oder ob alle gut nach Hause gekommen sind. Ne, man guckt ja auch, dass alle wohlauf sind. Ja, gestern Scooter war ein ganz schöner Abriss, also richtige Massenschweinerei, so wie man sich das vorstellt und auch gewünscht hat. Heute Morgen bin ich aufgewacht und da habe ich dann erstmal meinen Körper gespürt. Ja, das war gut. Rücken, Knie, Beine, alles meldet sich gerade. Eine ausgewogene Rock am Ring-Mahlzeit besteht aus Grillfleisch, Dosenravioli und Grillkäse mittlerweile. Ja. Essen ist fertig. Ja. Mittlerweile heißen wir Festivals United, aber entstanden ist es halt durch ringrocker.com. Also wir sind die Ringrocker. Und so wuchs das immer weiter und es ist einfach wie eine große Familie. Und seit 2007 haben wir die Warm-Up Party. Wir befinden uns hier heute auf der Warm-Up-Party von Rock am Ring 2022. Ich werde in 2 Stunden mit meiner Heimorgel diese Bühne da hinten bespaßen.
das ist dann so groß gewachsen, dass wir mittlerweile an zwei Tagen und auf zwei Flächen veranstalten. Ja, also da merke ich schon ein bisschen, dass ich schon was älter bin. Es wird schon was schwieriger, ja. Ja, also eine Woche ist schon lange. Ich weiß nicht, wie man das früher einfach durchgefeiert hat. Also das schaffe ich nicht mehr mittlerweile. Also wir haben 2016 mit Rock im Park gespielt und konnten dann nicht Ring spielen. Wegen des Unwetters, was es damals gab. Und da hatten wir auf jeden Fall noch die Rechnung offen jetzt. Irgendwer musste mehr verdienen, denn dienen und all die Maschinen bedienen. All dieser Wohlstand ist nur geliehen und all die Tüten auf einmal Supreme. Wir haben ja so lange nicht mehr die Möglichkeit gehabt, wirklich mit Leuten so nah und so eng und so sweaty und alle sind am Durchdrehen, überhaupt zu spielen. Es würden Pillen verkörpern, die Pille danach, Tippen, K.O. in mein Glas, wäre dein Willen und Spaß. Das Kindheitstraum, irgendwie, man wartet und wartet und wartet und man ist es gewohnt zu warten als Musiker. Und irgendwann kommt der Punkt und man spielt. Die Wasserwerfer, Demos, die enden. Aber dann auf die Bühne zu kommen und es klickt beim Publikum und wir sind einfach nur noch eine vermischte Masse von Energie, so, das war halt wirklich übertrieben einfach so, das war echt schön. Ja. Natürlich haben wir ein paar Fans erwartet und so, aber dass wirklich so ein Abriss direkt um die Uhrzeit ist und so, das war schon wunderschön, ja. Schönste Bühne in ganz Deutschland. Da kann mir einer erzählen, was er will, das ist ja auch Geschmackssache. Aber diese Bühne, die wir hier gerade, die Mandora Stage, die wir ja jetzt bearbeiten, ist eine der schönsten Bühnen. Die Leute sind hier herzlich. Das ist halt, hat vielleicht auch was mit Nürnberger Gemütlichkeit zu tun. Wir sind in der Stadt, wir sind hier in so einem Wäldchen. Ich war schwer beeindruckt von der kompletten Leistung gestern. Es war wirklich sehr interessant zu gucken und hat mächtig viel Spaß gemacht, weil alle auch ein bisschen beseelt waren. Du hast schon die Freude in den Augen gesehen. Weil ich meine, das sah auch gestern Abend echt ganz derbe aus. Ich sollte immer noch irgendwie ein bisschen vorsichtig bleiben. Das sollte man generell im Leben. Das hat uns die Zeit gezeigt. Aber der Platz für den Wahnsinn ist wieder geöffnet. Basti, wir haben gleich noch ein Meeting. Ich glaube, wir brauchen auch gar keine Eingewöhnungszeit, so das geht bam, so. Und ich so, na Leute, alles klar und alles so, ja Lars und so. Also ich rede die an, ich rede mit denen und sag auch, wie wichtig sie sind. Weil ohne diese jungen Leute, phasenweise, ein paar Ältere auch dabei, können wir das hier alles gar nicht schaffen. Und die Neubesetzung, Maxi, Produktionsleitung, sitzt mit Matze zusammen. Und an dem zum Beispiel von so Typen wie ihm kriege ich meine Informationen, dass ich das so machen kann, wie es gerade erscheint. Deswegen weiß der immer nichts. Und alle waren am Start. Meine legendäre Monitor-Crew. Hey! Wenn Jay zufrieden ist, sind seine Künstler zufrieden. Ich habe ja heute sozusagen das Glück, dass meine Produktion mit Jan Delay hier ist. Und da haben wir ja Anzugpflicht bei der Arbeit, weil Herr Delay möchte auch, dass seine Crew gut aussieht. Und nachher habe ich Anzug an. Es fühlt sich einfach mega an, unbeschreiblich, Gänsehaut, Pipi in den Augen. Gleich geht's los. Also es ist schon los. Das Haus ist einfach geil. Zu Hause. Da, genau daneben. Box geht da hin. Tastatur zeigt nach vorne.
du was? Komm her. Schon, dass die Leute total glücklich sind und dankbar sind und auch in der heutigen Zeit das sehr schön ist, wenn man mal das Ganze drumherum vergisst. Und ein Festival oder den Spirit von einem Festival ist halt der perfekte Ort dafür. Ich fühle, dass die Leute noch mehr Power haben, noch mehr Energie haben und wir haben eine schöne Show, eine schöne Zeit. Ich bin abends, 22 Uhr, es ist dunkel, es ist ein geiler Tag, es ist Samstag und heute wird abgerissen. Leute! Wir haben das zurück, was wir am meisten lieben. Und das hier ist ein Octavia-Konzert. Und ich brauche alle, nicht nur alle, 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 Was ist richtig, den Dreck dieser Stadt? Doch, Mission erfüllt, Level geschafft. Alle Hände hoch! Ich spring von Level zu Level zu Level. Spring von Level zu Level zu Level. Spring von Level zu Level zu Level zu Level zu Level. Ich spring von Level zu Level zu Level. Spring von Level zu Level zu Level. Spring von Level zu Level zu Level. Bis der Endboss kommt. Bis der Endboss kommt. Thank you.
2016 haben wir angefangen, weil ein Kumpel von uns jedes Jahr mit einer Frau ankam und gesagt hat, das ist meine Frau. Habe ich Sachen eingepackt, Bibel, Umhang und dann haben wir Biermesse gefeiert mit ihm. Und seit 2016 läuft das. Heute Morgen waren, ich glaube, 250 Leute da. Im Namen des Gottes, Weines, Heiligen. Jeden Morgen 10 Uhr auf C1 und es macht immer wieder Spaß. Die Leute trinken ein bisschen dabei. Und ich bin der Papst mittlerweile, ich bin befördert worden. Ja. Das. Wir haben eine dringende Fahrt für den Bus-Dog, für die Band, die wollen los. 20 Pizzen habe ich bestellt bei der Pistenklaus. Könnt ihr das gerade zusammen machen, damit das alles in ein Auto passt? Machen wir, also ja, eilig, ne? Ja, ja, ja. Dein Auto oder mein Auto? Wir fahren mit meinem, das ist größer. Okay. Und dann die Bands und so, die haben oft Sonderwünsche. Dann ist das normales, unser täglich Brot. Ja. Auf die schnelle Essen organisieren. Genau, du trägst die Pizza, ich bezahle. Ja. L'indifferenza resta il silenzio di un condominio anonimo. Porta pazienza al perbenismo. Io preferisco il rumore della verità. Spezielle Whisky oder ein Tequila zum Beispiel, weiß. Bestellt wird, der auch heute im Zeitalter vom Internet schwer zu beschaffen ist. Und da sind wir dann halt eben gefordert, wir haben da unsere Kontakte und wir haben bisher, da muss ich sagen, was uns auszeichnet, noch immer alles besorgt. Ja, gestern waren wir am Ring und hocken jetzt hier im schönen Frankenstadion und sind völlig geflasht noch von gestern. Also hier im Park muss ich sagen, als ich heute hier aus dem Bus rausgepurzelt bin, so, da finde ich mich echt blind zurecht. So. Da kenne ich alles so dermaßen so in- und auswendig. Ich war so oft da, ich bin ja dann auch zwischendrin, als wir nicht gespielt haben, bin ich so hergefahren und habe mir halt Bands angehört, weil das irgendwie, das ist so, das ist mein Wohnzimmerfestival quasi. Da hänge ich halt dann auch sonst ab. So. Hey, wir spielen hier seit 25 Jahren, fast 24 Jahren. Regel, das muss man sich vorstellen, das ist ja unglaublich. Bei unserem ersten Auftritt haben wir im New Talent Forum als erste Band gespielt und da waren die Türen noch gar nicht auf. Also erst ab Lied 3 sind die Türen aufgegangen. Es kamen auch nicht viele dann, aber es kamen wenigstens ein paar. Aber bei den ersten Momenten, wir haben halt gemacht, was uns gesagt wurde, jetzt fangt an! Und ja, will da mal einer aufsperren, fangt an! Okay, 1, 2, 3, 4... Ringwetter ist so, ich sag mal, durchwachsen, denkt man immer. Aber also die ersten Tage waren so schön und jetzt irgendwie freue ich mich fast schon auf die Abkühlung. Irgendwie. Also. Ja, gut, das Wetter am Ring ist halt ganz einfach. Ohne Regen ist es halt nicht Rock am Ring. Also. Rain is pouring down upon the memory of the storm. Das Ringwetter ist auf jeden Fall heute angekommen. Richtig schön nass, feucht, kalt. Auf jeden Fall geil. So gehört sich das. Gehört zum Festival dazu. Zwei Tage Sonne war natürlich auch schön, aber jetzt ist es natürlich auch ganz angenehm, eine Abkühlung zu kriegen. Und vor allem jetzt Casual Airborne, das wird richtig geil. Generell das komplette Line-Up wie Utopia Stage heute einfach der Hammer. We'll be right back.
natürlich ein super schönes Bühnensetup mit so riesen Buchstaben, die wir anfertigen haben lassen. Wir haben natürlich uns mit Mario einen zweiten Gitarristen in die Band geholt, der uns unterstützt. Warum eigentlich einen zweiten Gitarristen? Und warum keinen zweiten Bassisten? Oder warum keinen zweiten Schlagzeuger? Boah, Peter, ey. Jetzt machst also die Diskussion kann man jetzt echt schon mal aufmachen an der Stelle. Die kannst du echt gerade sparen. Du bist auf jeden Fall unser Gitarrist der Herzen. Ja, danke, darauf können wir uns einigen. Hey, Entschuldigung, dass wir kurz mal in Bandinternas abdriften, aber es muss echt geklärt werden an dieser Stelle. Es ist tatsächlich einfach surreal. Vor 3 oder 4 Monaten hätte niemand geglaubt, dass man hier mit 50, 60, 70.000 Menschen einfach zusammen Spaß hat. Also wenn die Stimmung stimmt, und die stimmt bei uns immer, dann die ist Gruppe das Gruppe ist das Wichtigste, ja. Egal was außenrum passiert. Ja. Um uns zu lauschen. Viel Spaß mit unserer Musik. Sportfreunde, Stille in der Haus! Was für ein Spektakel die Menschen so machen können. Was für Kunstwerke für 1,5 Stunden da geschaffen werden. Und wie wertvoll das ist. Wir waren da. Wir waren zusammen da. Und alles war cool. Die Musik, die Menschen, das Wetter. Wir machen genau da weiter, wo wir aufgehört haben. Für deine Worte, mein Herz geht auf, wenn du lachst. Wir wissen, dass es nicht selbstverständlich ist, aber es geht weiter. Hör niemals damit auf. Ich wünsch mir so sehr. Abzuschließen, immer magisch, und deswegen würde ich gerne tatsächlich zum Schluss einen Zaubertrick aufführen, wenn das okay ist für euch. Und zwar ist das ein sehr einfacher Trick. Jeder kann sehen, dass in dem Handtuch nichts drin ist. Und wenn man dann mal hier so nach hinten geht. Ja, Wahnsinn! Sind ja doch ein paar Schuhe drin. Also, das ist Rock'n'Party.